Paket in Ordnung. Harte Reifen beim nächsten Boxenstopp. Bestätige. Mediums beim nächsten Boxenstopp. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Bottas hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Weichen rein. Dein Boxenstoppfenster öffnet sich übernächste Runde. Noch 9 Runden. Wir haben noch Benzin für etwa 10 Runden. Die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Bleib dran! Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,4 Sekunden. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inle. Feld an, P1. Charles liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 11,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Boxenstoppfenster ist gerade offen. Noch 7 Runden. Das liegt hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 11,7 Sekunden.
fahren mit alten weichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,0,6. Bis wir ihn repariert haben. Wir wollen nicht, dass es sich verschlimmert. Wir erwarten, dass die Reifen jetzt langsam Abnutzungserscheinungen zeigen. Der Grip lässt eventuell etwas nach. Sie sollten aber noch eine Weile durchhalten. Deine Bremsen sind im optimalen Temperaturbereich. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Du bist auf dem ersten Platz und führst das Feld an. Das ist Charles hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 8,9 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Noch 6 Runden. Charles kommt für seinen Stopp rein. Fahr raus, fahr jetzt raus. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Wir haben einen Überschuss an Benzin, der uns langsamer macht. Stell um auf Benzinmischung 3 und gib etwas mehr Gas. Wir sind auf P4. Norris vor dir. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Magnussen liegt hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 17,2 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Auf P3. P3. Gasly vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,3 Sekunden. Sie fahren mit alten weichen Reifen.
Norris liegt hinter dir. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Okay, Abstand zum Führenden 7,0 Sekunden. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Noch 5 Runden bis zum Ende des Rennens. Für etwa 7 Runden sollte das Benzin noch reichen. Das hinter dir. Sie fahren mit 9 Mediums. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Fünf Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 13,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 3. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 0,2.
etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Du führst das Feld an. P1. Bottas liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 14,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Bottas hinter dir. Der Abstand zum Hintermann beträgt 14,5 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 58,9. Tolle Leistung. Du bist heute ganz in unserem Sinne gefahren. Was für eine fantastische Leistung von Ferrari, ganz ohne Zweifel. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Es ist eine etwas langweilige Antwort, aber die Wahrheit ist, dass sie einfach das bessere Tempo an diesem Tag hatten und einen Fahrer, der weiß, wie man das ausnutzt. Es spielt keine Rolle, wie lange du über Statistiken brütest und Strategien planst, wenn du das Tempo nicht halten kannst. Unsere Gewinner heute haben gezeigt, dass sie beides konnten. Hier kommen unsere Siegsrennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Also Stefan, lass uns darüber sprechen, wer heute zu den Kandidaten für den Fahrer des Tages zählt. Ich muss sagen, dass Sebastian Vettel mich heute mit seiner beeindruckenden Fahrweise echt gefesselt hat. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.